Provinz Reggio Emilia, im Herzen der Region Emilia-Romagna gelegen. Umfasst eine Fläche von 2291 Quadratkilometern und erstreckt sich von dem Bergland des Apennins im Süden bis zu dem Fluss Po im Norden. Quer durch die Provinz verläuft die Via Emilia, eine alte römische Straße, die die ganze Region von Piacenza nach Rimini verbindet. Sie wurde von dem römischen Konsul Marco Emilio Lepido, dem Gründer der Stadt Reggio, gebaut. Zahlreiche Funde aus der römischen Zeit sind im Stadtmuseum ausgestellt, aber man findet sie auch auf dem Land oder entlang die Via Emilia. Neulich wurden Reste des alten Straßenpflasters entdeckt. Auf einem Spaziergang durch die engen Gassen der Altstadt bieten sich dem Besucher faszinierende, überraschende Anblicke, die zur Entdeckung der bedeutendsten Denkmäler der Stadt einladen. Die aus dem 16. Jahrhundert stammende Kirche San Prospero ist dem Schutzpatron der Stadt gewidmet und liegt an der Piazza Piccola, dem kleinen Platz, auf dem ein lebhafter Wochenmarkt stattfindet. An der Piazza Grande, dem großen Platz, nach dem Verfechter des Sozialismus Camillo Prampolini benannt, befinden sich die bedeutendsten Stadtgebäude. Die Kathedrale im romanischen Stil, das Baptisterium, der Palazzo del Monte, früher Sitz des Volkstribuns, sowie der Brunnen des Crostolo, der den Stadtfluss darstellt, und der Rathauspalast. Auf dem breiten Corso Garibaldi, wo einst das Bett des Flusses Crostolo lag, erhebt sich die Basilika della Ghiara, ein eindrucksvolles Gebäude aus dem frühen 17. Jahrhundert. Der Basilika gegenüber liegt der stattliche, elegante Palazzo Ducale, heute Sitz der Präfektur und der Provinzverwaltung. In der Nähe der Stadt, am Rande der ersten Felder, befindet sich das Mauriziano, das Geburtshaus des großen Dichters Ludovico Ariosto, des Verfassers von dem Orlando Furioso. Das Stadttheater, dem berühmten Schauspieler Romolo Valli aus Reggio gewidmet, ist das Wahrzeichen der Stadt. Es wurde zwischen 1852 und 1857 nach dem Brand des alten Zitadelle-Theaters errichtet und ist ein wunderschönes, elegantes Gebäude. Zusammen mit dem älteren Teatro Ariosto, den Ausstellungsflächen von Palazzo Magnani und den Chiostri di San Domenico, dem Cavallerizza-Theater und den städtischen Museen ist es Ausdruck eines tief verwurzelten Interesses für Kultur und Kunst. Auf den Hügeln, die im Süden die Ebene Reggio Emilias überragen, erhebt sich die Burg Canossa. Hier wurde im Jahr 1077 der Kaiser Heinrich IV. Von Papst Gregor dem VII. Empfangen, der bei der Gräfin Mathilde zu Gast war. Rund um die alte Burg, deren Überreste zu einem Museum umgestaltet wurden und eine große Anziehungskraft auf Touristen ausüben, erstreckt sich ein Verteidigungssystem aus weiten Burgen und historischen Sprengseln. Ein Gesetz der Region Emilia-Romagna unterstreicht die Bedeutung dieser Gegend, heute als Tourismusgebiet Ländereien der Mathilde bekannt. Im mittleren Apennin erhebt sich der eindrucksvolle Fels von Bismantova, ein bezaubernder, magischer Ort, der Hunderte von Bergsteigern und Kletterern anzieht.